sogar auf YouTube, Leute. Zu Learn Japanese to Survive Katakana War. Wir sind das letzte Mal hier irgendwo angekommen. Wir sind aus der Schule raus, richtig. Wir sind aus der Schule in die Stadt raus. The door is locked. Waren hier noch Gegner? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, hoppala, ja. Und wir sollen uns vor Gegnern, die wir nicht kennen, in Acht nehmen. Das hier beispielsweise ist ein... Das kennen wir noch nicht. Das ist ein Meh. Aber gut, dazu kommen wir später. Gut, die bewegen sich auch absichtlich nicht. Das ist übrigens ein... Ich behaupte, das sollte ein Tar sein. Aber naja. Was sagt sie denn Schönes? sie sagt... Nihon, Japan. Also Nihon Go Ga Nikarimasuka. Also Nihon Go ist japanisch. Ga ist dann der Artikel, also Nihon Go Ga. Und dann kommt Rekarimaska. Was heißt denn Rekarimaska? Ich weiß tatsächlich nicht genau, was das heißt. Sorry, my English is not good. The train station need to go to Monster Danger? Was? Okay. Whatever she tries to tell me. I don't know. Wir könnten hier in den Busty Knife... Holy shit. Where are we? This is a weapons this is a cafe. What would he like? Wir können Sachen kaufen. Wir können hier... Holy shit. Aha, was haben wir denn? Wir haben... Ich kann mich stärker machen. Mache ich einfach. Shortsword. Equip mich selbst. Shortsword. Dankeschön. Wen haben wir denn da? The street mall is just beyond here. Follow that sign below, but be careful. Und hier haben wir mehrere, ich behaupte, es sind Cars. This door is locked. This door is locked too, okay. Ein Spielplatz, und wen haben wir da? Oh, hey, English speakers. This used to be my favorite park, but now... I just can't bring myself to play here. Okay. Da unten haben wir ein paar SARS. Also hier unten, das hier sind SARS. Also S-A. SA. Wenn ich jetzt gerade nicht ganz falsch liege. Lege ich falsch? Nein, ich liege nicht falsch. Aha, da haben wir eine Quest. Aber da kommen wir gleich zu. This door is locked. Was sagst du denn mir denn zu sagen hier? Koteru. Hoteru. Entschuldigung. Hoteru für Hotel. This hotel. Hoteru. Maybe it is safe. Yeah, Hoteru is safe. This hotel is locked. There's no way in. Okay, thanks. Thanks. Dort haben wir das noch mehr Mäß. This door is locked too, okay. Und hier ist wahrscheinlich... Hier kann ich rein, weil... Natürlich haben wir hier ein paar Sachen. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. What would you like to buy? Wie wär's mit einem Umbrella? Nicht... Nein, Bento Box. A delicious lunchbox. It contains some rice chicken, sashimi and an orange slice.
Nö, gerade irgendwie nicht. Gerade irgendwie nicht, nein. Was ist denn mit euch hier unten? When I'm in a pinch... Man? Das soll ein Mann sein? Okay, toll. When I'm in a pinch, I drink Ramona. Not only does it taste good, but it restores my HP. What exactly is your HP? Sorry, I don't speak English. Ja, ganz klar. I was in a battle once, and my best friend bit the dust. Luckily, I had a revive on hand to bring her back into the battle. If I didn't have a revive, we would have had to trek all the way back to an inn or my own apartment in order to dress up. To dress up, auch gut. Make sure you buy some revives. By the way, this isn't a paid commercial. Ah, witzig. Okay. Danke. Was gibt es denn hier? Sushi ist das erste. Sashimi, das zweite. Und das dritte ist Takoyaki. Ja, wir haben da Sushi, Sashimi und Takoyaki, aber die Sachen lernen wir mit Sicherheit auch noch alle. Also Sushi, Sashimi und Takoyaki. Danke. Nein, nicht jetzt. Ich glaube mal, wir sollen zu dir. Ich weiß nicht, was eben. Ja, ich denke mal, wir sollen zu dir. Daisuke-sensei. Is that you? Oh, Megumi-san. Hello. It's good to see that you're safe. Ist das seine Stimme? Ich habe seine Stimme vergessen. Es tut mir unglaublich leid, ich habe seine Stimme vergessen. Yes, you as well. Those monsters attacked my apartment building. I've boarded up what I can to stop further attacks. But there's only so much I can do. All my tenants have fled. Everyone living here has fled. Strange. I thought people would want to stay indoors as much as possible. I thought the same thing, but many people have evacuated the city completely. Okay. By the way, everybody, this is Megumi's son. She's the landlord of this apartment building. It's where I call home. It's nice to meet you all. Are these your students, Daisuke-sensei? Yep, this is my current class. They're all travelers from outside Japan. Actually, they all need a place to stay. Could they move in here? At least until this whole situation blows over? Move in? Well, I did just lose all my tenants. Expect of you, of course. So, why not? As long as you look after the place, not that you could do more damage than the monsters. Wow, that's great, thank you. Here, take the keys. I will entrust them to you, Daisuke-sensei. Feel free to get settled in, everybody. I am going to go home to my husband and get ready to evacuate the city. Thank you, Megumi-san. We will look after the place, I promise. Very well. Farewell for now. What good fortune. Let's head inside. Yes! Here we are. This room here is mine. I've lived here for such a long time. The place might be a bit messy, so don't come in. There's plenty of rooms. I will give you all keys. So, take a look around to find a room that you like. Obtained apartment key. I wonder what doors unlocks. The last apartment is on the right side free. Check it out. Nein, erstmal check ich hier. This is Daisuke's room. You will never need to become better friends before you can end. Dating Simulator incoming! Geil. Ich muss. Okay. You unlock the door with the apartment key. Welcome home. Wow, what a nice apartment. I can't believe someone's just abandoned it. I should look around and get comfortable. Okay, comfortable. I sure could use a nap. You can now restore your HP and MP by visiting this room. Just interact with the bed to rest and regain your strength. Try it out. Yeah. I wonder what is in the fridge. Oh, obtained one Ramona induction. Ganz schön interessant, einfach in irgendeine fremde Wohnung zu gehen und... Naja.
Would you like to rest for the night and regain HP and MP? Yes. Hello! Welcome back. Everyone is still resting. We've had a bit of an adventure so far, haven't we? From now on, this apartment building will be our home. Make sure to return here after an adventure so you can rest up. You can now explore the city freely, visit the shops, and stock up on whatever items and equipment you need. There's a convention store out front. It's the perfect place to buy healing items and other miscellaneous goods. Ist der Bescheid. If you want to buy weapons and armor, rumor has it there's a black market weapon store in the north of the town. It's behind a abandoned shop. Keep a lookout. At any point, if you feel that you are ready to continue your lesson, come and talk to me. I will be hanging out in front of the school building. Whenever you talk to me outside the school, I will summon everyone else and we'll tackle the next lesson. I think that's all for now, so I will be seeing you shortly. The affection menu has now been unlocked. We view your party members' affection levels from the main menu and using escape key. If you want to add characters to your party, talk to them around town. Daisuke, Owen, Tia and Charlotte are all ready to join you. Characters that participate in battles will grow closer to you. Raise your team's affection level to unlock rewards. Which floor? Number one. This is Owen's room. This is Charlotte's room. This isn't your room, don't go in. This isn't your room, don't go in. This isn't your room, don't go in. This isn't your room. Okay, ich glaube, ich weiß, wo das hinführt. Hallo, Tia, Tia, Tia. Time to study. Time to study. I would love an iced tea right now. Right about now. Actually, no. A soda would be good. Oh, change my mind. I might get coffee instead. This store has too much to choose. Head to party. Tia joined the party. I'm ready to kick butt. I'm ready to kick butt. Oh, sweet. I better get warmed up. Wie viele Leute kann ich? Einen noch. Jetzt weiß ich nicht. Ihr dürft entscheiden. Tia ist dabei. Will ich Owen oder will ich Charlotte? Es ist eure Entscheidung, ob ich Tia oder Charlotte nehme. It's your choice to do. Charlotte oder Owen? Charlotte oder Owen? Hier ist Owen. Und Charlotte ist hier oben, wenn ich das... Ja. Das ist nicht Charlotte. Entschuldigung, das Charlotte ist hier unten. Da ist Charlotte. Time to study. Bringt meine Stimme um, aber gut. Check the Affection Level. Charlotte's Affection Level is at 0. Unlock new events at the following Effect Levels. 100, 300 and 500. Ist sie eine Cleric? Kann sie heilen? Okay, komm, wir nehmen Charlotte. Frauenpower at the party. Charlotte joined the party. You want me to join the team? Yeah, yes. I can do this. Sorry. Okay. Ich hasse dich, Charlotte. Egal. Wir scheißen. Nein, wir saven. Bitte. Save. Ja. Yeah. Thanks. Und jetzt. Hello! Hello! Hey, Edie! Do you want to carry on with our lessons? Or do you need me for something? I want to.
View lesson options. Study time. Study time. What do you want to do? I want to continue with a new lesson. Ready for a new lesson? Cool. Time for a new lesson. What are we waiting for? Let's go. You've made it into the second katakana lesson. Fantastic job. With this kind of commitment, you will learn everything there is to know about katakana in no time. The characters we will learn now represent syllables instead of single letters. By combining syllables, you can form Japanese words very easily. Wir haben bereits Hiragana Warriors gespielt, also wissen wir bereits, wie das ganze System funktioniert. Wir haben bis jetzt A, I, U, E, O gelernt. Jetzt kommen Kaki, Kukeko und so weiter und so fort. Also es sind wie gesagt die gleichen Silben wie in Hiragana. Und da wir Hiragana schon kennen. Wie lange streamst du schon Katakana Warriors? Seit 16 Minuten, Doc. The characters above are Kaki, Kuke and Ko. These are similar to our vowel sounds. In fact, you pronounce them the same way, but with a hard K, K, K sound in front. These katakana are Japanese syllables. I will take you through these new characters one by one. Time to tackle the first one. Ich fange erstmal an zu gelten. Gut. Ja, das ist K. It's a consonant followed by a vowel. It makes up a single syllable. You pronounce this as K, like the word card. Das ist ziemlich einfach zu merken, weil das K ist quasi exakt das gleiche Zeichen, also fast quasi das gleiche Zeichen wie das K in Hiragana. If you studied Hiragana before, you may notice that this character looks an awful lot like the Hiragana character for K. Compare the two. Ja, da sehen wir schon. Es ist fast exakt das gleiche Zeichen, außer dass der Strich halt fehlt. Aber was soll's. Ka. Let's practice writing it. Watch the following animation. Ja. Dun, 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 dun. The vertical lines are tilted and should run parallel to each other. Listen again. Ka. Ka. Ready for the next character? Yes, I am. Das ist Ki. Ki. Ki ist auch fast, also sehr ähnlich für das Ki aus dem Hiragana. Ki. Watch the following animation. Ja, zwei Striche und ein Strich mittendurch. The vertical line is tilted, not straight. Ki. Ki. Eigentlich relativ simpel zu merken. Ready for the next character? Ku. This is Ku. It's a consonant followed by a vowel. Haha. You pronounce this as Ku, like in the word cool. Ku. Ku. Let's practice writing it. Ein Strich. Ein zweiter Strich. Ku. Ready for the next character? Das Ke. Ke. You pronounce this as ke, like in the word kept. Es ist quasi fast ein Q, nur dass es halt mit einem Strich mehr gemacht wird und der Strich halt, in der Mitte ist und nicht ganz rechts. Ke. Also, ja. Ke hat halt drei Striche. Q und ke sind sich an sich relativ ähnlich. Da. Don't confuse it with Q. The horizontal line in K just out of the right hand side. K. Ready for the next character? Das ist Ko. Ko. This is Ko. You pronounce this as Ko like cola. Ko. The first stroke is composed of the top line and the vertical line. Then, lift your pen and start the second stroke from the left to connect it. Ko. Congratulations, you have learned 5 new katakana characters. These syllables are a major component in Japanese. By learning more syllables, you can combine them to form full Japanese words. I have a thread in store for you this lesson. Before we continue, would you like to save? I want. The katakana writing system has a nifty feature called dakuten or tenten. Dakuten are little symbols that look like the above image. They're also present in the hiragana writing system. Yay, wir kennen sie bereits.
When you add Dakuten to the katakana character, you can make an entirely new sound. Check out the example above. We start with ka, and we draw Dakuten marks above it. When finished, this character no longer reads as ka. It has become ga. Nice. Any katakana that starts with a K sound will turn into a syllable starting with a G sound. The G sound is always pronounced as a hard G. Don't be tempted to pronounce this like a J, a G. Also, yeah. You will come across lots of katakana with Dakuten marks present. When you see them, you will know to pronounce them differently. Not every katakana has a version with Dakuten. Our K series, also ka, ki, ku, ke, and ko, have Dakuten versions, but the vowels we learned in our first lesson do not. Also A, I, U, E, O haben keine Dakuten, ja gut, klar. I will go through our 5 new characters and show you what they become when you add Dakuten. Ga. This is ga. You pronounce this as ga, like the word garden. Write ga, ka as normal, then add Dakuten marks in the position shown in the image. Ga. Next, gi. Gi. You pronounce this as gi, like the word gi, geek. Write ki as normal and add Dakuten marks. Gi. Yeah, like should. Gu. Gu, like good. Write ku as normal and Dakuten. Gu. Ge. Ge. You pronounce this as ge for guest. Write ke as normal and ge. Add Dakuten. Go. Go. Like go home. Write ko as normal and add Dakuten. Dankeschön. Und damit haben wir 10 neue Katakana-Zeichen gelernt. You obtained Study Guide 2. Use this from the items menu to quickly review this lesson. 2 von 10 freigeschaltet. Also ich habe gerade einen Erfolg bekommen. Now that the lesson is finished, let's have a short quiz to test what you've learned. Question 1. What is this character? It is a ku. That's it. Question 2. What is this character? This, my lovely people, is a ku. That's it. Question 3. What is this? Das ist ein Ki mit Dakuten, was es zu einem Gi macht. That's it. Question 4. What is the character for this syllable? Ein Ga. Ein G heißt auf jeden Fall Dakuten, also fällt das erste schon mal auf jeden Fall weg. Und wir wissen, das ist ein K mit einem Dakuten, was zu einem Ga wird. That's it. Question 5. What is the character for the syllable K? Das hier oben hat Dakuten, also ist es auf jeden Fall ein G-Laut, nämlich ein Go. Das hier unten ist ein... Hallo? Ich kann nichts mehr machen. Hallo? Ich höre das Geräusch, als würde ich was auswählen, aber es wählt nichts aus. Ich habe jetzt mein... Hallo? Mein Spiel... Mein... Anscheinend geht es weiter. Also, ich bin an... Ich kann sogar durch Türen gehen. Hier, ihr hört's. Ich kann durch Türen gehen. Und falls ihr euch jetzt fragt, oder ihr sagt, Hedi, da ist was falsch. Hier ist Standbild. Ja, ich hab das Standbild auch. Okay. I have no idea what happened there. Leute, die zu viel Alkohol trinken und am nächsten Tag sagen, ich werde nie wieder so viel trinken. Halt ab. Und deswegen habe ich in meinem Leben noch nie zu viel Alkohol getrunken. Ga, ga. Gi, gi. Gu, gu. Ge, ge. Go, go.
Das ist ein Q. Das ist ein Q. Das ist ein G. Das ist ein G. Das ist ein K. You did it. You answered all questions correctly. You earned a well-deserved break. After all lesson, you were welcome to look around town at your leisure. While exploring, keep an eye out for any katakana monsters that you now recognize. If you can defeat katakana monster in this city, you can unblock access to other areas and slowly reclaim Osaka. Here's a hint. I saw katakana monster that looked like the characters we just learned. They're hanging around near the east side, blocking access to the street mall. Go defeat them and we can access the street mall. By the way, don't forget to add people to your party. Talk to me, Owen, Tia, and Charlotte around town, and we'll be happy to join you in battle. You can have a maximum of four people in a party at once. There is safety in numbers. Okay, get going, Champion. Wir haben unsere Leute. Ich bin gerade nicht so der enthusiastische Owen-Leser, deswegen lasse ich Owen jetzt einfach mal hier stehen. Okay, was haben wir da? Wir haben da... Ich gehe jetzt übrigens immer von der Reihenfolge aus, die hier oben steht. Ganz wichtig. Seht ihr meine Maus überhaupt? Ihr seht meine Maus gar nicht. Da oben, neben meinen... Also das ist ja die Angriffsreihenfolge, wie die angreifen. Da greift mich jetzt gleich ein K an, ein K an, ein Go ein und ein Gi an. Also ich werde immer in der Reihenfolge, wie die Zeichen oben drin sind, werde ich immer sagen. Also wir haben, wie ich gerade sagte, ein K, K, Go und ein Gi, die uns jetzt erstmal vermöbeln. Und ich habe keine Ahnung, wie viele Antworten ich brauche. Er müsste das K eigentlich finishen. Tut er nicht, das ist natürlich toll. Ja, was habe ich gesagt? Ein Gi. Wir haben hier ein Gi. Warum ist Charlottes Stimme von einem Gi irgendwie ein wenig anders als ihre... Gi. Hey, die greift nicht das Gi an. Der greift das... Also ich greife das K an. Und du greifst das Gi wieder an, bitte. Gi. Also das Kampfsystem ist wesentlich angenehmer als in Hiragana Warriors. Go. Das Alkohol scheußlich schmeckt, das kommt ein bisschen auf den Alkohol an, Mace. Aber ja, ich bin zum Beispiel auch kein Fan von Bier. The enemy is defeated. The path to the street mall is now open. Here we go. Diner. Kann ich nicht rein. Okay. Ein K greift mich an. Und ein A greift mich an. Oh Gott, jetzt habe ich das falten. Ich wollte A angreifen, ja, aber ich habe vergessen, A auszuwählen. Ach, das war ja dämlich. Das war dämlich.
Hey, habe ich nicht Care ausgewählt? Wie, was, bin ich eins zu weit gegangen? Ärgerlich. Wie sieht's mit meinen Items aus? Am Anfang brauche ich tatsächlich echt noch Ramon, ne? Obwohl, scheiß drauf, wenn sie stirbt, stirbt sie halt. Ist mir auch egal. Ich weiß, ich bin freundlich und lieb und so. Hm, there's a person here. Oh, thank goodness. Please, get me out of here. There's so many monsters around. This whole street mall has been overrun. Okay, no sweet. Please go back to the way we came from. It's safe from now. Thank you. Please, there are other people in this area. You have to find them and get them to safety. I will never forget what you've done for me. Thank you. Rescue 6 more people. Ring, 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 ring. That's a big open hunter, I guess. Egal. Da haben wir ein K, ein K und ein G. Die mich alle. Ja, Charlotte ist weg. Charlotte ist im Eim. Oh, Miss. Halt, was hab ich da. Was mache ich denn gerade? Ja, G. Nein, greif nicht. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Das ist dämlich. Das ist ein bisschen doof. Im Vergleich, also wenn ich jetzt auf das Kampfsystem eingehe. In dem alten Spiel konnte ich noch, dadurch, dass ich mit allen erst die Attacke auswähle, konnte ich richtig schön noch zurückmachen, wenn ich was falsch gemacht habe. Kann ich hier nicht mehr. Die Attacke kommt direkt durch. Ja, die Gegner sind auf jeden Fall mehr random als im anderen Teil, ja. Und ich glaube, ich habe jetzt gleich 2 Leichen hier liegen. Ja. Boah, ich hab echt Glück. Ich glaube, ich gehe mal kurz schlafen. Aber ansonsten bin ich halt einfach nur tot. Also es bringt nichts. Wenn ich jetzt nicht schlafen gehe, bin ich halt Geschichte. Auch jetzt wirklich nur den einen Weg in mein Apartment. Komm schon. Nee, nicht die Frauen sterben lassen, aber man kannst du nur noch mit dem Lehrer eine Beziehung starten. Ach. Die kommen neu? Die respawnen? Ja, Momentchen mal. Wo sind meine... Bicycle, hä? Ja, obwohl eigentlich brauchen die, die hier gerade mehr. Wo sind denn die ganzen da? Rescue. Yeah, right, I'm just fine. But just to be on the safe side, I will get out of here right in the mana mana. Okay, take care. Run, run, run. Okay. Wir kämpfen einfach. Und da haben wir ein K, ein G und ein E. G.
Vor allen Dingen sind hier tatsächlich auch Buchstaben, also noch Katakana von vorherigen Lessons dabei. Level up. Ja, ja, komm. Ja, ich scheu keinen kämpfen, das wäre sonst doof. K und Q. Mir wird gerade unglaublich warm hier. Also ich komme hier gar nicht in den Park. Na, Moment. Ich dachte, ich würde hier in den Park kommen. Da sind noch mehr große, große, böse Gegner. Ich suche eigentlich gerade nur Menschen. Da. Oh my goodness. Who are you guys? Are you really here to save me or thank you? I will get out of here for now, but I will come back to thank you probably. War die nicht auf dem Cover von dem Spiel drauf? Leck mich. Obtain Short Sword für den Arsch. Das habe ich schon. Kogu haben wir hier. Irgendwer von denen muss man bitte irgendwie heilen lernen oder so. Hab mich geirrt. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen ist das beste Girl. Was? Ja, komm her. Ein Gi und ein Go. I can't fight these monsters, they don't scare me, but I can hear my dad calling me for dinner. I will get out of here right away. Take care. Just three more to go. Come on. I will get you down. Wir haben da ein Kukega. Das ist nicht das Q, das ist das Q. Dann haben wir da ein K. Und ein Ga. Wow, you actually came looking for me? I will get out of here right now. Two more to go. Ja, komm, kämpf ruhig mit mir. Ich will ja ein bisschen leveln. Wir haben da einen Kogu. Obwohl, ich habe gerade nicht drauf geachtet, was wo liegt. Ja, doch, Kogu. Daisuke scheint jetzt gleich einfach mal zu sterben. Was eigentlich echt uncool wäre. Can I go home now? I will get you out of here right away. Take care. Just one more to go. Könnte ich jetzt bitte. Yeah, super.
Womit kämpfen die denn? Mit einem Broomstick. Mit einem Traffic Cone. Mit einem Slingshot. Oder mit einem Shortsword, was ich bereits habe. Toll, dass das, was ich mir gekauft habe, natürlich. Kike. Dun, 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 dun. Da fällt mir gerade auf, da ist es jetzt gleich im Arsch. Wo ist denn der letzte? Hey, thanks, I need this rescue. I needed this rescue. Is the way out clear? Oh, we'll get out of here right away, take care. Everyone rescue, challenge cleared. Oh, you've rescued everybody in this area, well done. Our work here is now done, let's head back. I can sense something following us. Didn't we clear out all the enemies? No, we did not. Who's there? Show yourself. Das Mädel. You're perceptive. Oder unser böser Gegenspieler. Why are you here? This place is dangerous. Oh. We're taking care of the monsters in this area. Just who are you? Monsters? Oh, you mean... Who I am is not important. Please, leave this place. You will do no good here. The city is overwhelmed by monsters, and we are the only ones putting up a fight. We have to save Osaka. No. You cannot. You may stem the tide, but you will not change the city's fate. Once again, I ask you to please leave. This area is about to face a bigger threat. It's not safe here. Wait, just... You're just here to warn us? You're not our enemy? It's already too late. I hope you're prepared. I will not wait around to witness your defeat. But good luck to you. Der A-Overlord. What the heck is that thing? Oh my gosh. It wants to eat us. These things need a good kick in the shines. In the shins. Keep calm, everyone. We know this katakana character. Just hit it like a normal enemy. You can do this. Okay, wir haben wieder volles Leben. Danke dafür. Ja, das ist irgendwie ein A. A. Ah, ich verstehe. Das ist ein Overlord-Katakana. Oh, das ist nicht euer Ernst. Also Tia scheint unglaublich stark zu sein.
Whew, that was some enemy. Is everyone okay? I'm not hurt, but I'm getting pretty tired. We should really head back to the apartment and rest up. Let's discuss these events when we meet up for our next lesson. Hello, you guys! Hey, wait up! You're the ones who saved me back there. I owe you one big time. My name's Andrea. I wanted to introduce myself and thank you properly. Looks like the entire city got invaded before I even noticed. I was so caught up in my baking class, I didn't see those weird monsters creeping up. Ich hab keine Stimme mehr für sie. Man, did I get a surprise when I looked out the window. Die hat eine ähnliche Stimme wie Tia. Anyway. It's good to meet you. Oh, I'm glad we could save you in time. My name's Daisuke, and these guys are my students. This here is our superstar. And over there is Tia, Charlotte, and that other guy. On my own. Yo, the name's Owen. Yeah, you just came out of nowhere. He's like a ghost. So wait, you're all students? And Daisuke is your teacher? What are you studying? I'm teaching everyone Japanese. The monsters that attack the city can only be defeated using the Japanese language. Well, that's what we figured out so far. Huh? For realsies? That's so strange. I don't know a single word of Japanese, to be honest. I've come here from Germany just recently. Now that my baking class has been cancelled, could I take lessons with you guys? Die deutsche Bäckerin. I'd love to learn Japanese. Plus, it would be so satisfying to get revenge on those monsters. It's their fault my baking class is history. Sure thing. The more the merrier, right? Though, we should warn you, it's pretty dangerous. Danger is nothing. I'm up to the challenge. Righto. In that case, welcome aboard, Andrea. You can sit in on our next class. We'll get you caught up. Woohoo! Let's do this! Ich tausche sie gegen Charlotte aus. Andrea can now join the party. Talk to her and also kind of let her join up. Yeah. What an adventure. I should rest up before continuing with more lessons. Yeah. Ich werde sie jetzt sofort einfach nur austauschen. Will heißen, ja, ich werde, also ich möchte den Lehrer schon noch gerne dabei haben. Ich glaube, der wird am Ende eventuell heilen können oder so. Mir ist aber die Dingens vollkommen egal. Da. Let's study. This hotel's cafe has a delectable assortment of cakes and pastries. I'm just gonna buy one. I promise. Maybe 2 or 12. 12 is good. At the party. The party's full. Talk to someone first and remove them from the party. Charlotte! Charlottasas! Wo ist Charlottasas? Da ist Charlottasas. Charlottasas! Verpiss dich. No, no. Fick dich. Tell me, did I something wrong? Ja. Es gibt einfach eine süßere, tut mir leid. Puh, let's go. Es gibt aber Quests hier. Die Quests werden wir uns jetzt nochmal eben angucken. Hajimemashite. Watashi wa Matthias desu. 25 Sai desu. Tanno tabetai. Do you speak Japanese? Not yet, you say. Well then, want me to teach you some handy phrases? Accept new quests. Quests accepted. A new adventure begins. New quests accepted. Introductions. Good decision. I will teach you how to introduce yourself in Japanese. Take notes. I will be giving you a quiz. Let's start with a phrase I said to you when we met. Hajimemashite. Schön, Sie kennenzulernen. Oder nice to meet you. Hajimemashite.
Hajimemashite in Hiragana geschrieben. That means nice to meet you in Japanese. Nein, sag bloß. The Japanese characters written there are Hiragana. It's okay if you don't know those. Just remember how it's written in English letters, Romaji. This phrase is used only when meeting someone for the first time. It essentially translates into we are meeting for the first time. Hajimemashite. Continue. Yoroshiku onegaishimasu heißt so viel wie yeah, it means nice to meet you or let's work together. An sich heißt es auch, lass uns gut miteinander auskommen. Yoroshiku onegaishimasu hat vielerlei Bedeutung. Also Yoroshiku onegaishimasu wird sehr oft verwendet. Nicht nur bei der Begrüßung. Also ja, es ist sehr oft bei Hajimemashite und dann halt Yoroshiku onegaishimasu. Aber ja, wie gesagt, es ist sowas wie, lass uns miteinander auskommen. This phrase is tough to translate. It is used in many situations when meeting people and can also mean be kind to me oder I'm counting on you, etc. Yoroshiku onegaishimasu. Continue. Watashi wa, wie ich gerade eben sagte, Watashi wa Matthias des. Nijogosai des. Also Watashi wa, das hatten wir auch im Hiragana schon, das heißt, ich bin. It means I am, and you say your name and des. Use this phrase when introducing yourself. Say Watashi wa, followed by your name, then say des. Example, Watashi wa sam, or sem des. I am Sam. Watashi wa... Yo, genki desu ka? Okay, that's all the introductions I have for you. I hope you were paying attention, because I'm going to quiz you now. Get ready. Question 1. How do you say, let's work well together? That's yoroshiku onegaishimasu. Correct. Question 2. How do I say I am watashi wa? Correct. Question 3. We are meeting for the first time. How should you read me? Hajimemashite. Correct. Well, you passed my quiz. Good job. Rock on, superstar! Here's a small reward for you. Waki Sushi! Und 2 Bonus Points. Come see me again if you want to review these greetings. Ich hätte jetzt erstmal gerne das Waki Sushi oder was auch immer das war. Das ist ein Katana. Wer kann Katana tragen? Du kannst Kochbücher tragen. Keiner von denen kann. Owen kann bestimmt. Ich befürchte, Owen kann. Was ist das hier? Why you guys was? Oh, you don't speak Japanese? That's okay. I bet you're running what I said to you, right? I could teach you a thing or two if you have time. What do you say? Accept new quests. New quest accepted. Hello, farewell. Cool, I'll teach you some Japanese greetings. Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Oyasumi nasai. Sayonara. Okay. I will give you a quiz later. You might want to write these down. I don't want to write these down. We already know that about Hiragana warriors. Let's start with the word I say said to you when we met. Guten Morgen. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. That means good morning in Japanese. The character Japanese characters written there are Hiragana. It's okay if you don't understand. Don't know those. Just remember how it's written in English. 9. This greeting is reserved for the early morning and is no longer used after 11 a.m. Interessant, das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich wirklich die Zeiten dazu höre. 11 Uhr, Ohayou gozaimasu. Unter Freunden reicht übrigens auch sowas wie Ohayou. Aber Ohayou gozaimasu macht's halt höflicher. Gozaimasu ist die Höflichkeitsform davon. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. That means good day or hello.
kann man an sich immer sagen. This is a general greeting, using commonly around noon. Konnichiwa. Gombanwa. Ach ja, gut, Gombanwa habe ich ja komplett vergessen. Ich war schon direkt bei Oyasuminasai. Oyasuminasai heißt nämlich gute Nacht. Guten Abend, Gombanwa. Interessanterweise heißt es Kombanwa, also mit K geschrieben, aber trotzdem ist es irgendwie mit einem G verschluckt. Make sure you to greet people with this when it's getting darker outside. Don't use it during daylight. Konbanwa. Konbanwa. Irasshaimase. Ja gut, er kommt gar nicht mit Gute Nacht, von wegen Oyasuminasai. Er kommt mit Irasshaimase. Irasshaimase ist vor allen Dingen in Läden. Also in Restaurants. Und das hatten wir heute beispielsweise in meinem japanischen Unterricht. Wenn man in ein Restaurant geht, dann, oder halt in einen Laden geht und möchte was kaufen, dann die Verkäufer werden immer einen begrüßen mit Irasshaimase. You will frequently hear this when entering stores or restaurants in Japan. Irasshaimase. That means welcome. Sayonara. Sayonara, that means goodbye. This is a very formal other way to say goodbye. Use it when you don't expect to see someone for a very long time. Sayonara. Ja, mata. Ja, mata. Den kenne ich tatsächlich noch nicht. Also, den habe ich in Animes schon mehr als genug gehört. So ist es nicht. Aber ich selbst habe ihn noch in keinem Buch gefunden oder ich habe ihn noch nie benutzt. Ja, mata. Gut, see you later. This is a very casual way to say goodbye. Use it with friends and family when you're going to see them again soon. Ja, mata. Ja, mata. Okay, that's all the greetings I have for you. I hope you were paying attention because I'm going to quiz you now. Get ready. It's evening. How would you greet me? Evening. It's konnichiwa. Was? Evening. Ach, schon. Fuck. Ich war gerade bei Afternoon. Jetzt habe ich mein englisches Problem. Das ist jetzt ein bisschen traurig, aber ich komme teilweise tatsächlich mit den englischen Dingens, also von wegen Afternoon, Evening und Morning durcheinander. Aber Evening ist dann natürlich Gombanwa, das ist guten Abend. Also Evening ist Abend, Afternoon ist der Nachmittag und Morning ist natürlich der Morgen, klar. Correct. Question 2. It's early morning. Ohayou gozaimasu. Und we're not going to see each other again for a long time. Das ist Sayonara. Question 4. You're going to see me again tomorrow. Ja, mata. You passed my quiz. Good job. Mit einer falschen Antwort. Ein bisschen traurig, aber gut. Drei Sprachen gleichzeitig ist auch nicht einfach. Ach, das ist... Daran liegt das ja nicht. Ich meine, ich habe Englisch seit... Also ich spreche Englisch seit... über 15 Jahren jetzt. Obtained 3 Ramune. Come see me again if you want to review these greetings. Perhaps I will. I don't know. Perhaps. Dun dun. Dun dun. Okay, hier scheine ich nichts mehr zu haben. Dun dun. Dun dun. Wir speichern mal eben. Save, 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 save. Guck mal eben, Hello. Was dieses... Hello, we should go together today and just hang out. What do you think? Sure. Du konntest mit 10 Englisch. Was heißt konnte? Mit 10 habe ich angefangen, Englisch zu lernen. Weil mit 10 war ich in der 4. Klasse. Und in der 4. Klasse haben wir angefangen, Englisch zu lernen. Beziehungsweise, ich glaube, Ende der 3., Anfang der 4. Klasse wurde bei uns angefangen, mit Englisch zu lernen. Damals konnte ich noch kein... Nein, dann ging es darum, Yellow, Green. Da haben wir mit Farben angefangen. Dann haben wir mit Cupboard oder mit Pencil oder allgemein mit Pen oder sowas angefangen. Also, man muss ja irgendwo anfangen. Und wir haben in der Grundschule angefangen. Yeah, sure. Nice, let's hang out.
Hey there, how's the day treating you? Do you have some time to kill? Ja, ich möchte meine Zeit immer töten, was? Oh, you came to see me? Nice! Let me just put a bookmark in. You caught me catching up on my reading. This guy's just a bit creepy, I guess. You've probably figured it out already because of all the time we've been spending together, but I'm a bit of a geek. A bit? A bit of a geek? I think a bit more. Before all this business with katakana monsters happened, I was perfectly happy spending my free time reading books and watching sci-fi movies. I hope you don't think I'm too weird. Weirdo. Do you think Daisuke is weird? Wait, you love sci-fi too? I do, you're a weirdo. Nah, you're okay. Ich hab nichts gegen Geeks, ganz ehrlich. Ich hab nichts gegen Geeks. Aber ich bin nicht so der Sci-Fi-Typ. Also ich kann mal ein gutes Sci-Fi, mag ich mal, aber ich bin nicht so. Ja, okay. Wa? Glad to hear you say so. Okay, it's not okay. You're a geek. you're truly a geek. Daisuke's affection increased by 10. My all-time favorite series is Galactic Heroes of the 42nd Millennium. When Commander Jeffrey and the entire heavy fleet stand off against the alien invaders, my skin gets goosebumps and I feel shivers down my spine. Every single time I watch it. We should get some DVDs and popcorn and have a marathon. If you want to. I should warn you though, I'll be commentating the whole time. I've watched all the behind the scene features and have memorized each character's lines. This guy. I hope that's okay. Oh, and we can watch your favorite series too. Even if it's not sci-fi. I'd still enjoy getting to know what you like. What is happening? Well, until then. Errungenschaft freigeschaltet, let's be friends. Und das Bild von der Errungenschaft ist ein Herz. Daisuke had a great day with you. He has received a boost to his stats. Oh Gott, ich muss mich mit denen gut stellen. Shit, ich muss mich mit denen gut stellen. Okay, das ist ein bisschen bitter. Ich muss mich mit denen gut stellen, damit die einen Boost bekommen. Oh, hoppala, da will ich nicht hin. Damit die einen Boost bekommen. Ich möchte aber jetzt die nächste Lesson nicht mehr anfangen. Wir werden hier einen Cut machen und sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Katakana War. See you then.